Herzlich willkommen zu meinem Vlog beim Kanal. So, ich bin fertig mit dem Gerät, werde das jetzt gleich zurückgeben. Wollte aber noch ganz kurz anmerken, falls ihr euch fragt, was das vorher für ein Schnittbild aus dem Bus raus war, den habe ich nur gemacht, um euch jetzt erzählen zu können, dass dieses Putzfahrzeug irgendwie zum Gefühl 10. Mal vorbeigefahren ist. Und warum auch immer. Kann natürlich sein, dass er seine Arbeit einfach sehr gewissenhaft ausüben möchte. Aber wenn man guckt, da hinten steht er wieder. Und fährt, glaube ich, schon, also ohne Scheiß, zum 10. Mal jetzt hier die Runde. Naja, so, wie ihr euch ja vielleicht noch erinnert, habe ich ja letzte Woche gesagt, dass die Autos still standen. Und aufgrund dessen wurden natürlich auch Termine abgesagt, die theoretisch letzte Woche noch gewesen wären. Das hier war jetzt einer. Und beim nächsten hat mich der Kollege von der Disco heute Morgen schon angerufen, dass sie den entsprechenden Kunden noch nicht erreicht haben, final, also noch nicht final bestätigt. Termin ist zwar drin. Und Info an den Kunden auch raus, aber der Kunde hat sich leider noch nicht zurückgemeldet. Ja, soll ich auf gut Glück hinfahren? Machen wir! Denn ich musste leider einen anderen Preistyp auswählen, als die Kundin angegeben hat. Da bei den Modellen, das keine Subplatine hat, sondern halt ein Bauteil ist, ja, musste halt auch dementsprechend dann den Preis für das Bauteil auswählen. Das war leider zu teuer, deswegen habe ich den Auftrag abgebrochen. Also nicht aus meiner Sicht zu teuer, sondern der Kunde hat gesagt, kein Bock. Aber wenn wir mal ehrlich sind, aus meiner Sicht wäre es mir auch zu teuer gewesen, schätze ich. So, da ich jetzt aber gerade noch hier stehe, kann ich noch ein bisschen was für die Arbeit machen. Und zwar müssen wir einmal im Monat unsere Leihgeräte ans Netz hängen. Also nicht an den Strom, sondern so gesehen eine Verbindung herstellen mit dem Genussmast-System. Das Genussmast auch weiß, die Geräte sind noch da. Wollte ich eigentlich gestern machen, als ich im Stellplatz war, aber da war die Verbindung so kacke, dass nichts zustande kam. Das machen wir jetzt noch schnell. Und ja, dann ist der Arbeitstag auch schon wieder rum für mich. Was fresh? So, ich bin auf der Heimfahrt. Brauche jetzt noch so circa 10 Minuten. Ich fahre wieder zum Stellplatz, weil ich bin heute Morgen mit dem privaten Karren dahin gefahren. Weil die Mühle ja auf dem Stellplatz stand, zum Laden. Ja. Mit schön Heizung an. Also nicht die ganze Nacht, sondern ich habe die gestern irgendwann noch mal kurz angeschaltet. Damit es einfach lädt. Oh yeah. Ja. So, Auftrag vorher habe ich erzählt, wurde abgelehnt, weil zu teuer. Boah, wie gesagt, war es dann immer am Arbeitstag. Und ja, jetzt fahrt sich heim und werde wahrscheinlich wieder Filme, Serien gucken oder zocken. Ja, wahrscheinlich zocken. Oder? Man weiß es nicht. Aber nee, wahrscheinlich werde ich mir jetzt sogar erst was zu essen machen, weil ich ein bisschen Kohldampf habe gerade. Merke ich so in der Bauch gegähnt. Ja, jetzt habe ich wieder empfangen, jetzt kann ich wieder meinen Kollegen anrufen und Telco machen. Ja, genau in dem Moment, wo ich sage, dass ich anrufen kann, ruft der Kollege an. Geil. Alex ist immer noch da, immer noch mit seiner Vlog-Kamera. Also lass mir mal bitte ein Abo da oder verschwinde, ganz einfach. Kusche links klicke oder kusche auch hier rechts klicke, dann kommst du zum nächsten Video oder auch nicht. Jetzt verschwind, gell? Also, gell?